Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Das letzte Mal haben wir uns ja durch die Gegend geschummelt und viele verschiedene Wege zu diesem Ort gefunden, an dem wir jetzt weitermachen. Das letzte Mal sind wir ja des Weiteren auch an diesem Ort schon gestorben, weil man gemerkt hat, dass es ja nicht gerade viele Münzen gibt. Und dass die Kisten anscheinend, wie man eben auch gesehen hat, nicht gerade begehbar sind. Ach, jetzt kommen die Münzen. Typisch. Was vielleicht auffällt, ist, dass da hinten immer wieder neue rauskommen. Neue Säge. Das heißt, wir haben ja unendlich davon. Das heißt, es bringt nichts, sie zu töten, wie ich es gemacht habe, außer man möchte ein paar Sternteile. So, wie ich es eigentlich auch mal möchte. Naja. Also, man sieht schon wieder, kaum hat man sie beseitigt, schon ist hier wieder alles voll von denen. Und die Kisten hier sind nicht so das Ding für Mario, glaube ich. Deshalb wechseln wir mal lieber die Seite durch dieses Tor hindurch, gehen wir eine Runde. Oder eher, wir gehen hier hinauf. Ich finde es interessant, dass wir da unten eben stehen konnten, obwohl da Lava ist und keinen Schaden genommen haben. Achso, und schon haben wir doch die Seite gewechselt. Ich lag gar nicht so falsch mit meiner Aussage. So, hier können wir das Ganze schön umklappen mit unserem Klempnergewicht. Und begeben uns wieder durch diese wunderschöne Lavalandschaft. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon kurz vorm Stern. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ja, da vorne ist er schon. Da hinten. Und hier haben wir nochmal das letzte kleine Fackelrätsel. Was heißt hier Rätsel? Ist kein Rätsel. Ihr wisst, was ich meine. Um diese Fackeln zu aktivieren, begeben wir uns mal einmal hier entlang. Warten hier auf die Plattform. Und schmeißen zur richtigen Zeit unsere Feuerbälle. Der zweite war zum Beispiel nicht richtig. Ich behaupte ganz dreist, dafür brauchen wir jetzt nicht noch einmal ganz rumrennen. Das schaffen wir auch von hier. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht. Und wie holt man so einen Stern am besten? Indem man einfach über die Plattform geht, welche sich rauswehrt. Richtig. Nicht, dass man jetzt irgendwie etwas macht wie in die Lava springen. Das sollte man natürlich überhaupt nicht tun. Naja. Damit ist diese Mission dann auch geschafft, was eigentlich ganz schön ist. Wenn man mal bedenkt, wie lange wir jetzt an dieser Mission saßen. Die bringt dann doch den gesamten Sterneschnitt durcheinander. Was heißt das hier eigentlich? Als würde ich hier nur wegen dem Sterneschnitt versuchen, möglichst schnell durchzukommen. Das ist überhaupt nicht so. Ich liebe dieses Spiel. Aber es ist doch schon eine Sache, dass ich behaupte, dass mein Sterneschnitt von 2,5 etwa so beibehalten werden sollte. Weil ich es doch ganz schön finde eigentlich. Das bedeutet aber auch, wenn wir in der letzten Folge nur 2 Sterne geholt haben, müssen wir jetzt noch 2 weitere holen. Und ja, dafür holen wir uns zum einen mal hier einen weiteren Stern dieser wunderbaren Galaxie. Und zwar zwischen eiskalt und glutheiß, heißt die Mission. Und das ist jetzt so der Mittelweg aus beidem. Das heißt, wir haben Lava, wir haben Eis und wir haben auch diesen wunderschönen Weg aus der Schatten-Mario-Mission, welcher nicht komplett zugefroren ist. So sieht er nämlich eigentlich im Original aus. Man hat sich nur die kleinen Spielereien an dem Ort, ja, aufgehoben. Oder ja, weggemacht für die Schatten-Mario-Mission, damit die Schatten-Mario-Mission dort wirklich nur um das Rennen geht und nicht auch noch Konzentration erfordert, was ja diesen kleinen Parcours betrifft. Hier haben wir auf einmal natürlich auch ein komplett anderes Phänomen. Wir haben hier diesmal sehr viel Lava und Feuerbälle und das macht im Endeffekt überhaupt nichts, weil es immer noch nicht schwer ist. Naja. Das bedeutet für uns im Endeffekt, dass wir uns jetzt dem Hauptplaneten dieser Mission eigentlich zuwenden. Dieser Planet hier hat die Besonderheit, dass er wirklich von beidem alles hat, inklusive diesen wunderschönen Fackeln aus der letzten Mission, die wir natürlich genauso wie in der letzten Mission ebenfalls auslösen wollen. Und dieses Wasser ist, wenn ich mich nicht irre, natürlich wieder so kalt wie das gesamte andere Wasser. Das sieht man auch schon an diesem schönen verzerrten Bildschirm, wenn man es betritt. Und hier unten war das, was ich haben wollte. Jetzt natürlich hier nicht viel raus, damit wir nicht zu viel Schaden nehmen. Ich sagte nicht viel raus, Mario. Wenn ich die Sprungtaste drücke, darfst du auch springen. Habe ich nichts gegen. So, hier müssen wir einfach nur da unten das Rädchen drehen. Wir müssen am Rad drehen. Das, was man am besten kann. Mal. Das war zu früh. Jetzt passt das so. Ich sagte am Rad drehen, Mario. Danke.
Damit öffnet sich dieses wunderbare Tor und wir wechseln mal den Raum, in dem wir uns befinden. Und zwar wechseln wir einmal die Seite des Planeten, gehen auf die andere Seite und hier ist es dann doch gleich wunderschön von den Temperaturen. Ich meine, das macht kaum einen Unterschied zwischen dem von eben und dem von jetzt. Ist ja nur so ziemlich eine 180-Grad-Wendung. Sozusagen, wenn man auch bedenkt, dass wir tatsächlich den, ja, wenn man sich den Planeten als zweidimensionalen Kreis vorstellt, haben wir gerade mal 180 Grad auf diesen Planeten zurückgelegt. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Schön ist, auf diesen kleinen Steinplatten kann man natürlich zerstören. Für Sternteile, die kann man natürlich auch nicht zerstören, um einfach darauf sicher zu sein. Sobald man sich so minimal höher auf einem minimal höheren Ort befinden als die Seeigel, sind wir sicher vor ihnen. Und das war gerade wieder verdammt knapp. Naja. Wir haben jetzt eine Feuerblume, wir hatten eben Fackeln, das Rätsel ist natürlich nicht zu komplex. Jetzt mischen wir wieder beide Planethälften und lösen dieses Rätsel. Das ist ja schon fast so schwer wie das vom grummeligen Troll. So, und ab mit uns. Jetzt, wo wir die Feuerblume genutzt haben, um uns voranzukämpfen, wechseln wir einmal das ganze Power-Up auf die Eisblume, welche uns jetzt in diesem Bereich, ja, helfen wird. Denn hier kann man nicht nur Wasser gefrieren, sondern auch Lava. Frag mich nicht, wie das möglich ist, es ist halt so. Es ist einfach so, mehr kann man dazu nicht sagen. Der Parcours an sich ist aber derselbe. Nur, dass wir halt jetzt zwischendurch mal Lava haben. Und hier sich ein bisschen mehr bewegt. Und dass wir hier sterben. Aber das hatten wir eben auch schon, also letzten Part an dieser Stelle. Also nicht direkt an dieser Stelle, aber wir hatten das schon in diesem Bereich, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ich sollte vielleicht nicht ganz so ja, mit Schlittschuhfunktion rumrennen, sondern lieber mal ein bisschen ruhiger sein und weit springen. Was heißt eigentlich daran, dass es ruhiger wäre? Ich meine, das ist eigentlich mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller im Endeffekt. Aber immerhin besser kontrollierbar. Das Leben nehmen wir ausnahmsweise mal mit. Und hier, die sollten wir auch mitnehmen, weil sonst wäre es langsam ziemlich kritisch. Ich habe sie auch mitgenommen. Ich habe sie doch eben mitgenommen. Warum nimmt die Schwerkraft mich jetzt in diese Richtung mit? Ah, ich hatte sie doch mitgenommen. Habt ihr doch alle gesehen? Oder habe ich mich da wirklich wieder geirrt und bin vorbeigesprungen, was ich nicht hoffen mag. Auf jeden Fall. Oder habe ich nur die Blase ausgelöst, die gerade eben, und bin dann durchgesprungen? Wenn ja, dann hasse ich dich dafür, Spiel. Aber nur dafür. Und das sage ich wahrscheinlich im Laufe dieses Let's Plays an 20 verschiedenen Stellen, dass ich dieses Spiel nur an dieser einen Stelle hasse. Ich fasse es nicht. Das wird heute noch ein sehr schönes Level. An sich ist dieses Level eins, was ich überhaupt nicht schwer finde. Aber es, ja, kostet mich gerade ein Leben nach dem anderen. Gehen wir das Ganze mal in Ruhe an. Ganz ruhig, Ego. Nicht schnell und hektisch spielen, sondern einfach hier mit Long Jumps durchrennen. Ja, ich sollte wirklich viel ruhiger sein. Ich habe schon wieder angefangen, schneller zu spielen oder schneller spielen zu wollen. Das merke ich gerade schon wieder. So, Punktlandung auf dem Leben. Jetzt mit kompletter Ruhe diese Blume mitnehmen. Danke, Spiel. Und nun nur noch ins Ziel. Der Stern ist wieder an derselben Stelle. Hier sieht man halt nur noch diese Kleinigkeit, die wir das letzte Mal übersprungen haben, die wir auch dieses Mal wieder überspringen werden. Ganz einfach, weil ich, ja, sage, je weniger Weg ich zurücklege, desto leichter wird es und desto sicherer. Und ich wollte mich gerne von dieser Mission jetzt verabschieden. Diese Galaxie werden wir später noch einmal wiedersehen, aber jetzt sind wir sie erstmal losgeworden. Ach ja, und ich finde es interessant, dass ich in diesem Let's Play an Missionen scheitere, die früher nie ein Problem waren. Gleichzeitig aber Missionen, die früher ein Problem waren, jetzt einfach problematisch finde. Naja, neue Galaxie, neues Glück, würde ich sagen.
Und was haben wir denn hier Schönes? Die Sandinsel-Galaxie. Quasi die Wüstenwelt dieses Spiels. Und ja, sie hat doch schon so einige Gemeinheiten, kann man sagen. Und die erste Mission, der Luftstrom des Sandtornados, weist schon darauf hin, dass wir hier nicht nur Sand vor uns haben, sondern auch ein paar Stürme. An sich sind diese Stürme, ja, Fluch und Segen zugleich, kann man sagen. Sie können uns stark behindern, sie sind aber teilweise auch Voraussetzungen. Wie das zu verstehen ist, mag sich manch einer vielleicht fragen. Naja, reinspringen, Wirbelattacke und wir können fliegen. Zumindest nicht fliegen, aber wir werden zum Helikopter, kann man sagen. Das ist schon mal der Segen von diesen Teilen. Dass sie einen, ja, doch das Leben retten können. Vor diesem Treibsand übrigens, da unten, das ist tödlich. So tödlich wie alles andere, wo man reinfallen kann, im Grunde genommen. Dementsprechend ist hier Vorsicht angesagt. Man kann übrigens, wie man gerade gesehen hat, mit der Stampfattacke wunderbar rauskommen aus dem ganzen Trubel des Tornado-Fliegens. Wir können die auch wieder in der Luft natürlich ansteuern. Wir müssen es sogar, um hier sinnvoll überall rüber zu kommen. Und uns dann zu dieser wunderbaren Röhre zu begeben. Wie funktioniert eigentlich dieses Röhrensystem? Ich meine, manchmal ergibt es ja Sinn. Man hier, man geht rein und kommt unten wieder raus. Ergibt Sinn. Aber manchmal ergibt es nicht im geringsten Sinn. So. Wir quetschen uns mal hier rein. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier lang gedacht ist. Ich meine, wir bewegen uns hier oben auf dem ganzen Level drauf. Hier war ich lange nicht. Ich muss ehrlich sagen, diese Gegend habe ich gerade so nicht in Erinnerung. Naja. Okay, jetzt werden wir wohl niemals erfahren, was die Fragezeichenmünze da oben hatte für einen Inhalt. Sondern sind lieber gestorben. Aber ihr könnt ja doch nochmal nachholen. Ich meine, dieser Weg ist doch ein bisschen geheimer, den kann man dann mal nehmen. Außerdem gibt es hier den Max Power Pills. So, und ich würde sagen, wir kommen hier am besten hoch, indem wir so. Aber das Leben da oben, das ist mir nun echt nicht wert, das Leben. Dafür opfere ich jetzt nicht mein eigenes Leben. Weil, ja, so viel Risiko muss auch nicht sein. Aber für die Sternteile opfere ich dir mein Leben. Ich sollte hier lieber weggehen. Man muss wissen, erst einmal, dass hier ist eine Sand, welche einen wegtreibt. Und das hier ist nur reiner Bonus. Und dementsprechend kann man darauf schlechter laufen. Das heißt, falls euch wundert, warum ich so langsam laufe da drauf und nicht mit der Geschwindigkeit, wie man es gewohnt ist, das ist einfach nur verlangsamt. Münzen interessieren uns nicht. Aber das interessiert uns. Wow, ich dachte schon, jetzt ist hier unten wieder Treibsand. Nochmal Glück gehabt. Was haben wir hier für eine Belohnung? Eine Feuerblume. Was heißt Belohnung? Sie wird wahrscheinlich doch nicht allzu unwichtig sein. Naja, man kann das bestimmt auch ohne machen, aber warum sollte man? Das macht doch gleich so viel mehr Spaß. Und lieber weg hier. Weiß gar nicht, kann man ihn zerstören? Ich schätze ja. Naja, lieber noch ein paar Sternteile sammeln. Denn Sternteile geben uns auch Leben. Okay, da habe ich jetzt grandios alle fast verfehlt. Das heißt, wir bewegen uns lieber mal weiter. Das Schöne an diesen ganzen Galaxien in der Mitte des Spiels ist, sie sind wahnsinnig lang, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Im Vergleich zu den frühen und den späten, die dann eher dadurch lang werden, dass sie schwer sind. Falls ihr wisst, was ich meine. Auf diesem Sand bewegt man sich am besten mit Sprüngen und Drehattacken vorwärts. Hallo Vogel. Weil man dadurch halt nicht zu dem Sand in Berührung kommt und dementsprechend nicht abgetrieben wird. Oder man bleibt einfach auf Plattformen außerhalb des Sandes. Das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Methode. Mit der wir uns auch nach oben bewegen können. So, wir nehmen mal diese Fragezeichenmünze mit und schießen uns in den Himmel. Das heißt hier den Himmel, in den Tornado trifft es eher.
Und ja, man kann sich erst denken vielleicht, diese Sternteile verraten uns Mario den Weg nach oben. Hier kann man übrigens auch mal schön runterrutschen, wenn man die braucht. Hier kann man ebenfalls noch neue holen, falls man mehr Nachschub braucht. Ich meine, diese Galaxie, wenn man da unten mal hinschaut, sie ist reich an Sternteilen. Was eigentlich ganz schön ist. Denn hier gibt es auch nochmal weitere. Und ich würde sagen, dass man hier aufpassen muss. Genau das würde ich sagen. Weil man sonst runterfällt und das wollen wir alle nicht. Ja, und hier sollte man eigentlich Mario... Mario würde ja gerade einiges nicht schaffen. Das erinnert mich gerade wieder an Super Mario Sunshine. Und zwar an eine ganz bestimmte Mission. Wow, ich weiß wieder, warum ich diese Galaxie nicht mag. Und zwar an diese wunderbare Yoshi-Karussell-Mission, falls ihr euch erinnert. Weil man dort ja auch bewegte Plattform hatte mit Wandsprüngen. Und genau daran hat mich das gerade wieder erinnert. Dieser Wandsprung an der sich bewegenden Plattform oder den bewegenden Block, ja. Naja, wir haben den Stern. Und ich würde sagen, mit diesem Blick in diese neue Galaxie verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Galaxy. Bis dahin sag ich Tschüss.